Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und Tigger ist auch da. Der hat mitgekriegt, dass ich hier aufbaue, da kam er auch gleich dazu. Ich habe eine Anfrage bekommen und das hat eigentlich ganz gut gepasst, ob ich euch mal was vorstellen will und zeigen will. Da werden wir auch gleich in die Unboxing-Ansicht wechseln. Das ist ein Teleskopstab, wenn man so will, den man für Duschvorhänge nehmen kann. Ich werde natürlich nicht für Duschvorhänge nehmen. Ich muss da auch dann erstmal einen Vorhang schneiden lassen. Ich will das nehmen für den Flur. Ich werde das im Flur von einer Wandseite zur anderen Wandseite machen und da dann einen Vorhang vorhängen, den ich mir dann noch schneiden muss oder beziehungsweise umnähen lassen muss, erstmal einen besorgen. Ich weiß noch nicht, welche Farbe ich da am besten nehme. Und dann kommt der in den Flur. Und dann hängt das dann so runter, weil ich habe über der Tür habe ich ja meinen Router, externe Festplatten für Sicherung, ja, dann die ganzen Digigagate-Basis, die anderen Basisstationen von den anderen Geräten, Telefon und dann habe ich da auch das Sommerzeug, also so eine Kiste ist da, wo ich dann halt das Badezeug drin habe. Also das Nötigste, Badeanzug, also für die kleine Badeanzug, Badeanzug von Frau, Badehose von mir, für jeden ein Handtuch und die Schwimmflügel. Das ist die Grundausstattung, ja? Und Brille, also Schwimmbrille von der Kleinen. Und dann haben wir dazu immer noch eine zweite Tasche, wo dann halt Essen, Trinken, noch Zusatzhandtuch, Decke, Campingdecke und so was drin ist. Ja, und aber das halt da oben halt, dass es immer gleich griffbereit ist. Ach, Bahnfahren und du hast immer das Nötigste mit bei. So, und da sollte es ran, dass das dann vorhängt, dass man dann da nicht oben reingucken kann, weil da ist auch der Sicherungskasten dahinter und so, das sieht halt doof aus. Und so hängt dann der Vorhang davor und der soll daran angehängt werden. Aber da wechseln wir jetzt erstmal in die Unboxing-Ansicht. So, und wir sind jetzt in der Unboxing-Ansicht. Ich hoffe, der Kabel fällt hier nicht großartig auf. Das wollen wir jetzt mal auspacken und zusammenstecken. Aber der Kater ist davor. Ich hoffe, das stört nicht. Ich werde mal ein bisschen beiseite. Ja, leg dich hier hin. Genau, fein. Ja. Kann sein, dass er jetzt ab und zu hier eine Pfote noch hochschnellen sieht. Oh, er hat eine Wurst. Ach, hier liegt noch ein Stück Wurst von Juna. Hat sie vorhin hier hingelegt, bevor wir zur Schule sind. Der Kindergarten, Entschuldigung. So. Also wird Unboxing, Hardware, alles in einem. Sind die auch wichtig? So. Ach, das sind Klebeteile. Ah, okay, das ist für die Wand. Wenn man nichts hat, kann man das denn da. Kommt es da rein oder was? Ah, das hier. Aha. Ja, das ist bei mir, also für die Fliesen im Badezimmer ist das ideal. Ja? Einfach an die Wand geklebt und dann wird das da eingerastet. Und dann halt natürlich gespreizt, ja, aber dann hat man halt nicht nur das, dass es gespreizt ist, sondern hat halt auch noch den Halt, dass es hier drin ist. Ist für, oh, hier so gummiert, was schon alleine gut ist, aber das Problem bei mir im Flur kann ich die nicht nehmen. Und für die Badewanne, das ist, die steht mitten im Raum, also so an der Seite, da ist es zu kurz, da bräuchte ich eins, zwei und dann müsste ich die dann irgendwie mit die Bäden, die ich so lang mache, miteinander verbinden. Also geht bei mir nicht. Ist schlecht macht bei meiner Wohnung. Aber cool, dass es mit bei ist. So, Installation. So. Das kommt dann hier rauf. So, dann war schon mal eins.
Ah, hier ist es. Okay. Hier haben wir dann das hat locker schrauben können oder fest. Ja, so ist es weich. So, jetzt machen wir aber erstmal hoppala, das Ding hier fest. Das ist halt dünn. So. Und das ist hier was dicker. So, und dann könnt ihr euch das praktisch. Ja, ich kann es halt nicht direkt. Halt, wartet mal, wir können hier natürlich noch ein Stück rausnehmen. Um noch mal ein bisschen zu kürzen. So. So, sieht man vielleicht ein bisschen besser. So. Wir haben denn hier. Und hier. Und hier ist es jetzt. Man kann es dann aber auch rausziehen auf die Länge, die man braucht. So. Und dann geht es auch. Ja, also man kann halt. Moment, so. Machen wir halt nur mittig. So. Weil wir nicht so viel brauchen. Und dann auch da ist es dann, damit es wirklich mit Druck da drinnen sitzt. Also an der Wand sitzt. Und vor allen Dingen auch hier schön gummiert. Und für die Küche, für Badezimmer ist es halt auch super, dass man sich die Dinger dann, ja, kann man hier die Folie abziehen, so wie es aussieht. Und dann klebt man sich die hin, wo die Hände haben sollen. Und dann macht man sich das daran. Auch natürlich auch Spannung. Ja, dann drückt man das zusätzlich an die Wand. Und zusätzlich hat man aber auch hier, damit das nicht rausrutscht. Ja. Also das ist. Das ist recht geil, muss ich sagen. Das gefällt mir. Also alleine schon das Prinzip mit. Warte, ich muss erstmal locker schrauben. Nee, fest. Alleine schon das Prinzip, dass man hier die Halterung hat und das dann halt. Finde ich saugeil. Hat nicht jeder mit bei. Und auch schön gummiert ist hier alles. Also ihr braucht euch keine Sorgen machen, damit das irgendwie abrutscht. Also Fliesen oder so. Das ist wirklich schön gummiert und ist auch dicker Gummi, wie ihr sehen könnt. Ja. So, das soll es dazu auch soweit gewesen sein. Gibt es übrigens auch in Schwarz, also in Weiß und in Schwarz und auch noch in anderen Längen. Ich habe jetzt, steht das hier endlich drauf. Ich hatte mich ausgemessen, bevor ich verantwortet hatte, aber ich weiß die Maße nicht mehr aus dem Kopf. Standardflurbreite. Vielleicht auch ein Karton auf der Platte. New. Ne, hier steht leider auch nicht die Länge. Aber es gibt drei oder vier verschiedene Längen. Ja, also von bis. Drei verschiedene, weil ihr müsst ja auch daran denken. Hier seht ihr das auch. Ja, und dann könnt ihr das praktisch halt so und ausfahren. Oder halt noch das Zwischenstück drin. Und es dann daran. Ja, und ausfahren. Also da sollte eigentlich für jeden was mit bei sein. So, nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.